Die Polizei in Rheinland-Pfalz fährt Audi A4 Kombi. Vor 2 Jahren gab es ein günstiges Leasingangebot. Da hat die Polizei die Wagen sofort angefordert. Beim Packen allerdings wirkt alles etwas überfordert. Das Auto ist nicht unbedingt überfordert, sondern es ist ausgereizt. Es ist natürlich so, wir haben die Autos beschafft, bevor diese Schutzausstattung beschafft wurde. Und die Schutzausstattung hat nun mal ein hohes Gewicht. Zu der normalen Ausstattung, wie zum Beispiel Warnbaken, kommt jetzt noch die Schutzausstattung mit Westen und Helmen. Macht ein Zusatzgewicht von 160 Kilo. Und wenn man damit mal schneller fährt? Dann fängt das an zu schlingern. Sie merken, dass er in der Kurve hinten weggeht. Solche Reaktionen sind das dann im Fahrzeug. Aber sonst ist das ein tolles Auto. Der Audi A4 ist bestimmt ein tolles Fahrzeug. Er ist nur für die Polizei. In dem Maße, wie wir ihn brauchen, ungeeignet. Aber die Autos wurden ja nachgerüstet mit stärkeren Heckfedern. Und für die Drogentests, Waffenkisten und Besen gibt es jetzt ein ausgefeiltes Aufbewahrungskonzept. Nur wenn das nicht richtig gepackt wird? Dann kommt ein Einsatzunfall, sage ich jetzt mal als Beispiel, und man müsste schnell zu dieser Unfallstelle. Dann fängt man an, die Heckklappe zu schließen, drückt auf den Knopf. Sie schließt automatisch und möglicherweise blockiert dann irgendwas. Dann geht sie wieder auf. Ja, die Kollegen sitzen schon drin, wollen losfahren. Okay, das ist natürlich blöd. Und weil die Sicht nach hinten auch nicht so optimal ist, werden die Audis nochmal nachgerüstet und bekommen nun Heckkameras. Jetzt gibt's nur noch ein Problem. Die Polizeibeamten wurden per Rundmail davor gewarnt, die Audis nicht zu überladen. Bei 4 Mitfahrern dürfen die einzelnen Personen nämlich höchstens 75 Kilo wiegen. Es ist einfach praxisfremd zu glauben, dass sich jeder Kollege, jede Kollegin vor Fahrtantritt auf die Waage stellt, um zu überprüfen, ob er denn möglicherweise die Grenzwerte des Fahrzeugs einhält oder nicht. Aber auch bei Verbrechern über 75 Kilo gibt's Probleme. Und wie ist das bei den ganz schweren Jungs? Der Schwerverbrecher sollte nicht mehrere hundert Kilo wiegen, dann ist das Auto natürlich überfordert. Dafür würden wir dann ein zweites Fahrzeug holen. Deshalb sollten alle Schwerverbrecher in Rheinland-Pfalz vor Fahrtantritt erstmal gewogen werden. Die Waage passt schon noch auf die Waffenkiste.